Hallo Freunde, willkommen zum Temu-Haul. Dieses Video wird gesponsert von Temu. Und auch wenn es eine Zusammenarbeit ist mit Temu, sagen wir euch unsere ehrliche Meinung zu den Produkten. Ihr kennt uns, auch wenn es nur Kooperation ist, wir sagen euch immer unsere ehrliche Meinung. Wir wünschen euch jetzt viel Spaß bei diesem Video und nach dem Intro geht es dann endlich los. Und wir stellen euch alle Produkte einzeln vor und zeigen euch, wie wir sie verwenden. Viel Spaß wünschen wir euch. Ist an. Ja. Wir nochmal, ja? Wir haben ihn vergessen zu erwähnen. Den Anfang habt ihr gesehen, ihr habt jetzt das Intro gesehen und jetzt müssen wir euch natürlich noch erzählen, was ist Temu oder wer ist Temu oder was macht Temu in speziell. Temu ist keine chinesische Firma, sondern geboren wurde Temu in Boston, ja. Massachusetts. Genau, in Boston, Massachusetts, genau. Ja. Ja? Aber sie vertreiben China-Ware, kann man sagen. Ne? Also, sie haben mehrere Lieferdienste. Sie haben eine große Auswahl an Produkten. Ja. Große oder viel, manchmal bis zu 90% Rabatte, da habe ich selber auch schon zugeschlagen. Hochwertige Produkte, haben wir schon erzählt, was für uns hochwertig ist, da kann anderer sagen, ist nicht hochwertig, aber was für uns hochwertig ist, ist dann auch für uns hochwertig, weil es liegt immer im Auge des Betrachters. Ne? Wir haben bis jetzt noch keinen Schrott gehabt und für uns sind die Sachen hochwertig. Aus Ende Feierabend. Dann bieten sie kostenlosen Versand und kostenlosen Rückversand innerhalb von 90 Tagen an. Und wie gesagt, es ist eine Bandbreite sagt man so, an Produkten. Ne? Das wollten wir vorab nochmal erwähnen. Und wie gesagt, ich werde alles in der Infobox verlinken. Unseren Rabattcode und geht mal auf die Seite, schaut euch um, vielleicht findet ihr was, aber für Bastler oder auch für Nail Designer, es sind viele Nagelsachen mit rein oder für ja, Hobbyköche, für Haustiere, Katzen, Hunde, hast du nicht gesehen, Weihnachtsartikel, also Bekleidung, es ist wirklich, ja. Das sprengt schon den Rahmen, ne? Also schaut euch um, ladet euch die App runter und ja. Und jetzt wünschen wir euch wirklich viel Spaß beim Video und schaut euch an. Wir haben uns große Mühe gegeben und ja, jetzt schwenken wir rüber. Hallo Freunde. Hallo meine lieben Fans, ich begrüße euch recht herzlich in diesem Theater. Ja, heute etwas näher dran. Wir haben für euch einen XL Temu, XXL nicht, ne? Nein. XL Temu Haul. Ja, nachdem ich ja jetzt schon zweimal bei Temu bestellt hatte, habe ich natürlich kein Haul gemacht, weil ich nicht wusste, wird euch interessiert. Und aber wir waren zufrieden mit dem Sachen. Also ja. Ich habe überwiegend Nagelsachen. Nagelsachen und was hatte ich noch? Haushaltssachen. Ja. Genau, ja doch. Habe ich probiert und fanden wir ganz gut. Und dann hat uns Temu vor kurzer Zeit mal angeschrieben, ob wir nicht Interesse hätten, die Ware zu testen. Und da, wie gesagt, da ich ja schon zweimal bestellt hatte und mit Temu eigentlich sondern gar keine Probleme habe und ich die Ware für gut empfunden habe, ich so irgendwie gesagt, ja, dann lass uns doch machen. Temu getestet und wir können Temu, ja, ich bestelle weiterhin bei Temu. Also wie gesagt, wir zeigen euch jetzt das, was wir uns ausgesucht haben, was wir uns aussuchen durften. Wir haben, ja, und aus jeder Kategorie konnten wir uns praktisch was aussuchen. Und wir haben auch nur Sachen ausgesucht, die wir jetzt wirklich brauchen.
oder gebrochen können. Also kein Schnulli, kein Bulli, sondern wirklich Sachen, die das Leben lebenswert machen, sagen wir mal so. Ne? Erleichtern. Oder erleichtern. Als erstes habe ich ausgesucht, gib mal bitte den Karton von den Muggels. Genau. Das ist aber, da steht... Ist ja, also doch, sieht man ja. Und zwar ist das ein Automatik-Pet-Feeder. Übersetzt heißt es ein automatischer Pet-Katzenfütterer. Oder Haustierfütterung. Haustierfütterung, ja. Genau. Du kannst timen. Also wir haben es mir schon stehen, aber ich werde euch gleich einfach, was benutzt wird. Du kannst timen, wann die dann ihr Futter kriegen, also zum Beispiel Trockenfutter, Futter kriegen sollen. Und es geht nur mit Trockenfutter. Geht nur mit Trockenfutter. Und ist mit Kamera und mit Sprechfunktion und ja, mega geil. Die Katzen lieben es, sagen wir mal so. Sie sind ganz aufgeregt, wenn es angeht. Und ich blende euch jetzt mal ein, wie das Ding funktioniert. Also davon sind wir mega begeistert. Ja. So. Und da ist der tolle Futterautomat mit Kamera. Ich zeige euch gleich, wie es aussieht. So, und da steht jetzt der Futterautomat. Mit dem Verbinden hatten wir so ein bisschen Struggle, aber das war unsere Schuld. Wir haben das falsche Gerät angeklickt in der App. Und wie gesagt, man muss sich die App runterladen, Smart Life. Und dann geht das alles rucki zucki und ja, kann man einstellen. Ich finde es mega. Mega. Aber er hat eben doof geguckt, dass da was rauskam. Und jetzt sitzt er da. Traust du dich nicht, Muckel? Traust du dich nicht? Du darfst. Du darfst das essen, Muckelchen. So, und jetzt zeigen wir euch mal, wie die App funktioniert. Na, die App heißt Smart Life. Dann drücken wir hier rauf. So. Dann drücken wir hier auf Feed. Und dann gehen wir weiter weg, damit man das da unten noch sieht. So, genau. Jetzt drücken wir auf Feed. Mega! Wir haben ganz vergessen zu erwähnen, dass man diesen Haustierfütterautomat mit Kabel und auch mit Batterien, also mit Batterien betreiben kann, ja. Also man ist nicht unbedingt auf Kabel angewiesen, man kann auch Batterien reintun. So, als nächstes haben wir was für die Küche. Das ist schon aufgebaut. Ist auch schon, zeige ich euch auch gleich, wie es aufgebaut aussieht, wofür wir es benutzen. Storage Rack nennt sich das. Ist ein weißes oder schwarzes. Ich habe ein weißes Metallregal. Sieht aus, als wenn du im Kaufladen bist und du hast halt deine Körbe, wo die Sachen so drin sind. Also ne, praktisch so. Und da sieht man ja hier vorne auch so. Und dafür haben wir es auch in der Küche benutzt. Ja. Also das finde ich mega praktisch. Und ja, macht irgendwas her in der Küche. Zeigen wir euch auch jetzt. So, und das ist das schöne Obstregal. Ja, hier sind so Körbchen hier oben. Und den befüllt jetzt die Irmi mal. Ja, hier unten haben wir dann Tomaten drin. Ja. Genau. Ingwer und Knoblauch. Genau. Bitte sehr. Wunderbar. Wunderbar. So, dann gib doch mal den Karton her. Ihr habt ja im Vorfeld gesehen, es ist alles immer in Plastiktüten eingepackt. Mega gut verpackt, muss ich dazu sagen. Fast zu gut verpackt, ja. Ja, ja. Und es ist jedes Teil auch nochmal extra in Tüten verpackt. Also hier habe ich zum Beispiel ein Teil bestellt, das wollte ich mal probieren. Und zwar ist das was... Basteln. Na, nicht zum Basteln. Das sind jetzt nur 100 Gramm oder nee, 25 Gramm zum Testen.
du kannst doch so Handabdrücke machen, weißt du? Dann machst du dann, rührst du so ein Pulver an, dann ist es so wie Silikon, dann machst du deine Hand da rein, bis es fest wird. Und dann kannst du mit Gips auffüllen, dann hast du halt praktisch deinen Handabdruck, so wie es hier gezeigt wird. Und das habe ich mal als Probe bestellt, um zu gucken, wie es funktioniert. Haben sie aber auch in große Packungen, ne? Ich habe jetzt eine kleine Packung bestellt, erstmal um zu testen. Muckig, alles gut. Eine, genau. Das, und das sind halt immer diese Tüten, ja? Ich finde die gar nicht so schlecht. Und vor allen Dingen, die verwenden wir ja weiter. Die Tüten verwenden wir weiter. Gerade wenn wir in Urlaub fahren, brauchen wir immer solche Tüten. Also mega, die kommen bei uns nicht in den Müll, sondern die werden weiterverwendet. So weiter. Dann... Mach einfach auf. Ach ja, mach ich einfach mal auf, genau. Also Eletten so mit Zipbeutel finde ich mega geil. Ach so, ja. Dann habe ich für den Jason, ne, ihr wisst ja alle, Jason mag Ventilatoren. Da habe ich für den Jason einen Ventilator gekauft. Ein Handventilator, den man aber auch hinstellen kann. Katze. Die beiden Katzen, also ein Handventilator, der hat 1, 2, 3 Stufen. Drei Stufen mit einem Fuß, wo du draufstellen kannst, und ein Kabel. Also ist mit Akku, du kannst es aufladen. Also braucht man keine Batterien. Braucht man keine Batterien, sondern kannst es aufladen. Ne? Und daher mein Enkel, ihr wisst ja, mein Enkel liebt Ventilatoren, habe ich gedacht, ach komm, dann suche ich was für den Kleinen aus. Und das bekommt der Jason. Also alle Preise, die Preise kann ich euch leider nicht mehr sagen, weil die Bestellung ist schon eine Weile her und es kam auch in 3 Lieferungen an, ja 3, ne, in 3 Lieferungen an und die Preise weiß ich nicht mehr, also, aber wie gesagt, der, außer bei dem Fütterungsautomat, der kam 72 Euro. So, jetzt geht es hier, da ist noch was drin, genau, dann habe ich bestellt, da ist leider, fehlt leider was. Das wurde entweder ist jetzt nicht mit eingepackt worden oder rausgefallen oder wie auch immer. Da fehlt mich hier der Verschluss. Aber auch das ist nicht schlimm. Das passiert bei anderen Firmen genauso, dass mal Teile fehlen. Ruft mal bei IKEA Möbel, da wisst ihr, was ich meine. Ne? So, da macht man hier zum Beispiel Spülmittel rein oder Waschmittel oder wie auch immer. Und das habe ich gekauft für meine Schuhe. Und zwar, ich habe da diese Rika-Sandalen, die kann ich nicht in die Waschmaschine packen. Deswegen habe ich mir gedacht, ich rufe mir sowas, dann mache ich hier so ein bisschen Waschspülmittel drin, dann kann ich schön den Schuh damit abschrubben. Ja. So eine Katzenbürste, kannst du auch als Katzenbürste nehmen, na gut, okay. Und dann kann ich das schön abschrubben. Oder hier so als Katzenbürste, ne? Geht auch. So, weil ich noch was drin. Ne? Dann habe ich gesehen, diesen Diamanten. Katze, okay. Ja, leg dich doch mal hin. Leg dich mal hin. Leg dich mal hier hin oder geh runter. So, weil ich brauche jetzt hier ein bisschen Sichtfeld. Diesen Diamanten, und zwar, da kommt hier unten Handwaschzeug rein. Warte, ich mach mal den Stopper hier weg. Dann macht man hier den Stopper ab. Also hier unten kommt Handwaschzeug rein. Und dann drückst du das so hoch und dann hast du hier so eine Blume auf der Hand. Ja, also... Hat bestimmt jeder schon mal gesehen. Das war auch nicht drücklich, das kam 3 Euro oder so. Wenn ich es schaffe, hänge ich euch jetzt noch was dran, wie es aussieht. Und wenn nicht, seid nicht böse. Aber ich fand es sehr schön. Macht was her, wenn es im Badezimmer steht. Das sieht aus wie ein Diamant, geschliffener Diamant. Ja, ja, gefällt mir. So, das war das die erste Tüte. So, jetzt habe ich, genau. Moment, ich nehme mal den Karton runter. Ja, machen wir das. Ja. Was hast du in der Hand? Hab ich. Mach da rein. Dann hat sich die Irmi ausgesucht. Ein paar Schlappen. Nicht auf den Tisch nehmen. Nee. So eine Schlappen hier. Sind sehr bequem. Ja, die hat Irmi schon angehabt. Sind sehr bequem, sind ja schön. Also sind jetzt nicht so mega hart, sondern sind bequem. Ne? Ich habe ja auch innen angehabt, sind weich, sind nicht hart, die kamen jetzt 3 Euro oder so. Riechen die?
Die riechen nicht anders, als wenn ich die jetzt, was ich bei Aldi oder sonst irgendwo kaufen würde. Ja. Ja. Die sind also bequem, ne? Bequem, ja. Auf jeden Fall. Haben so ein leichtes Fußbett mit drin. Schnell aus der Badewanne, aus der Dusche raus und die sind schnell angezogen. Ja, dann mal schnell im Garten oder so, ne? Also ja. Sind mir und außerdem ne, wasserdicht, also kannst du damit auch durchs Wasser latschen. Ja. Schön. Also die habe ich erstmal als, haben wir erstmal als Probe bestellt. Aber ich weiß, dass ich mir, wenn wir die nächste Bestellung machen, dass ich mir auch so eine Schuhe bestelle. Mega bequem. Mit dem Preis kannst du nicht meckern. Leg dir auf, ruhig. Leg dir ruhig auf, Maus. So, weiter geht's. Weiter geht's. Ach so. Ach ja, genau. Das habe ich hier, für mein Zimmer oder für den Schrank. Irgendwie wo, für irgendwas habe ich mir das ausgesucht. Warte mal. Und zwar ist es auch so ein Storage, ne? Also ein Organizer. Genau, das ist mich hier so, ne? Ah, falsch rum, andersrum, so rum. Also, ne? So. Dann kann man das hier rausziehen, dann hat man hier einzelne Fächer. Die kann man hier auch noch hier rausmachen, ne? Also man muss nicht größeres oder kleineres. Ja. Ne? Sind zum Festkleben. Zum Fest, ja, die Kleber sind jetzt, habe ich hier hinten irgendwo drin, ja, habt eben. Die sind doch da. Die sieht man die, so. Ja, die sind hier. Die sind durchsichtig. Da hier hinten. Ja. Genau. Das sind durchsichtige Kleber. Ja, die sind da so ne? Da ausgeformt. Und dann war die Zeigerstätte. Und hier hinten. Kann man sie einhängen. Kann man sie dann so einhängen. Hier ist auch extra ein Einhängen. Ich habe das für die Küche genommen, weil es ist ja grün. Ja. Na, also. Auch zum Festhalten, zum Rollen. Ja, genau. Ist ein Griff mit dran. Ja, so für Seiten, in der Tür, an der Seitentür, also in der Tür, an der Seite mit reinmachen. Oder wenn du eine Küche schmal unter den Arbeitsplatten mit Platz frei hast, dann kannst du oben mit drin machen. Kannst du für Gewürze oder wie es ich fand, nehmen. Ich fand es schön. Und in Grün, alles was grün ist, habe ich immer für die Küche benutzt. Möchte ich gerne für die Küche benutzen. So. Willst du liegen? Ja. Gut, weiter geht's. Ach ja, genau. Noch. Ist klar, unheimlich viele Tüten, aber man. Hier ist noch das. Wie gesagt, wir verwenden die Tüten alle. Definitiv. Ach ja, genau, das habe ich mir geholt. Eine Handyhalterung fürs Auto. Und zwar für, wie nennt man das? Am Lenkrad. Für die Dashcam? Cockpit? Nee. Ja, nicht Dash, nein. Ach so. Du kannst, Ach so, am Lenkrad. Hier so rein, nee, oben. Hier ist das Lenkrad, dann hast du hier, da unten ist doch hier ja, wo Gas. Das, ja. Und, nee, nein, Tankanzeige und alles und da drüber. Und dann kannst du das so reinklemmen. Weißt du, so reinklemmen, dann kannst du hier dein Handy ranmachen. Ja. Mhm. Einfach nur reinklemmen. Mhm. Ja? Du wirst immer noch nicht, was ich doch, meine. Doch, ich weiß. Ja, Cockpit. Cockpit, naja, ihr wisst doch bestimmt, was ich meine, ja. Die kam jetzt auch nur 3 Euro oder so, also. Ja, warum denn nicht, ne? Also, ja. Fürs Auto. Und jetzt? Ach ja. Für die Toilette. Ja. Wie geht's hier auf? Jetzt. Für die Toilette. Ja. Kann man auch ankleben. Ist halt so eine Toilettenbürste. Aus Silikon. Aus Silikon. Die ist halt ein bisschen klein, ja, aber bewusst so klein, damit man besser. Weißt du, die großen, dann kommst du immer so schlecht unten so oder so richtig so unten drunter, kommst du nicht richtig ran. Und bei der kleinen, da kommst du richtig schön ran und unten richtig schön rein. Und hier hast du auch noch eine extra Zahnbürste. Nein, Quatsch. Und extra. Nee.
Nein, hier ist extra nur eine Bürste, um ein bisschen noch ein bisschen so. Völlig nicht schlecht. So. Nachteil an dem Teil ist. Naja. Also ja, ich hätte mir unten noch ein bisschen was gewünscht, dass das so ein bisschen, ne? Aber im Badezimmer hat ja jeder Fliesen. Wenn das da unten so ein bisschen abtropft, ich meine, da tropft ja keine Kacke raus oder so. Nein. Wenn, dann tropft ein bisschen Wasser raus. Aber ja. Genau. Oder zumindest ja so ein Ding, wo man das mal abziehen kann oder wie auch immer. Aber gut. Die werden sich schon was dabei gedacht ja, haben. Ja, die werden sich was dabei gedacht haben. Ich finde es jedenfalls nicht schlecht. Ja, der und deswegen kam das mit. Klebeteil. Genau. Super. So. Weiter geht's. Weiter geht's. In diesem Theater. Ja, das ist ein. Das ist ein. Ja, genau. Das ist was. Das. Da habe ich doch erstmal überlegt, was das ist, Leute. Und es hat hier einen Auffang. Es hat hier zwei, sieht aus wie ein Schwan oder so, oh, ne? Eine Ente oder ein Schwan, genau. Dann und dann hat es. Sind etliche Röhrchen dabei. Ja. Alter, was ist das? Hab ich da bestellt? Ja. Werdet ihr jetzt sehen, was das ist. Dann guckt euch jetzt an, was das ist. Ja? Ich war auch überrascht, aber guckt euch an. So. Und hier hängt jetzt das schwarze Teil, ne? Zusammengebaut und ist ein Gadget für die Küche. Ne, hier unten ist die Spüle und da oben dann hängen die Lappen nicht mehr so über den Wasserhahn, sondern die kann dann die Irmi schön oder ich darüber hängen. Ja, dafür ist dieses Teil gedacht. Die sind sehen sehr stabil aus. Ja, also machen einen stabilen Eindruck. Auf jeden Fall einen stabilen Eindruck. Genau. Ja, es geht noch weiter. Ja, natürlich. Noch weiter. Bitte sehr. Ach ja, genau. Willst du dir mal vorstellen? Ja. Ja, da haben wir dann auch erstmal gerätselt, was das ist. Bist du da nicht zu einem... bin ich noch nicht zu dem Ergebnis gekommen. Also auf jeden Fall sieht das aus wie eine Platte, ne? Ja. Man kann ihn auseinandernehmen. Wir sind bloß immer noch am... Das kann man auch noch weiter auseinandernehmen. Nee. Na. So. Wir sind bloß am Überlegen gewesen. Und zwar, ist das ein Mülleimer? Ein Mülleimer, den ja. Du an die Schublade nicht. An den Schrank. Genau, kannst du auch an die Schublade oder am Schrank, an der Schranktür in der Küche anbringen. Ja. Für deinen Müll. Ja, zum Beispiel. So. Finde ich mega praktisch, weil den ja auch zusammen. Wenn du nicht ganz so viel brauchst, dann klappst du halt immer zusammen. Ja. Ne? So. Ja. Dann hast du halt nur so ein bisschen. Ne? Ja. Wenn du gar nicht brauchst, dann klappst du ganz zusammen. Packst du weg. Finde ich mega praktisch. Genau. Da. Ne? Und da kannst du dann deinen Müll drin machen. Wenn du nicht brauchst, klappst du zu. Ja. Aber was diese Dinger hier zu bedeuten haben für dieses Teil, ich weiß es nicht. Okay. Ich weiß es, na, will schon wieder raus. Ich weiß es nicht. Die waren dabei. Ich weiß aber nicht, für was das ist. Ich habe keine Ahnung. Ja, vielleicht müsste man irgendwo mal gucken, wo das ja. Ist. Ich hab dir geguckt bei Temu, ich hab's noch nicht wiedergefunden. Noch nicht wiedergefunden. Aber mega praktisch. Ja, es wird sich zeigen, wenn wir es angehängt haben. Ja, eventuell dann zu sehen ist. Zeigen wir euch. Oder wo es. Wir zeigen euch auch mal gleich. Ja, Kinders, das. Das war's? Das war's. Quatsch. Ja, mein Schatz. Das war's. Dann fehlt doch noch eine Lieferung. Naja, du hattest ja das
das Katzenquatsch, das Vogelhaus, aber das war ja nun nicht. Ja. Das war's schon? Ja. Also mehr, ich habe alles hier reingepackt in diese Kiste. Das haben wir alles. Ach echt? Ja. Das heißt, das war nicht viel, was ich bestellt hatte. Muckel. Ja. Nee, war wirklich nicht viel, ne? Naja, wie gesagt, das teuerste war der Fütterungsautomat. Der Fütterungsautomat. Genau. Ja, das andere steht, das eine steht ja schon in der Küche. Ja. Habt ihr alle gesehen. Ja, ihr Lieben, das war's. Also, was unser Fazit zur Temu? Mensch, du bist ja immer so ein Kritiker. Ja, ich kritisiere ja immer grundsätzlich. Ja. Das nervt Ille ja manchmal, aber ich habe eigentlich nichts zu kritisieren. Wie gesagt, also das hier mit diesem Müllteil, da muss ich mich vielleicht noch näher mit beschäftigen. Kriege ich auch hin, irgendwie bestimmt. Aber ansonsten, der Futterautomat erfüllt seinen Zweck. Ja, wunderbar. Man ist unterwegs, kann sehen, ob die Muckels mal fressen gehen. Oder mal, wenn wir länger unterwegs sind, und dann kann man halt schnell Fütterung einstellen, dann gibt denen mal was zu fressen. Ja. Ja, genau. Wird eingeteilt in 10, 20, 30, 40, 50, kannst du einstellen, die Grammzahl, und ja, läuft alles über App, wunderbar, gar kein Thema. Und war am Anfang ein bisschen schwierig. Warum? Ja, aber auch nur, war unser Fehler. Ja, gut. War unser Fehler, ja. Wie gesagt, der Support ist mega freundlich, antworten schnell, die Lieferung ging relativ schnell, ja. Ja. Relativ schnell, wo man habe ich noch gar nicht mit gerechnet. Und wir haben überhaupt keine Probleme gehabt, gar nicht. Und lohnt sich Temu? Ja, für jemanden, der wirklich nicht viel Geld hat. Aber auch was Schönes haben will. Aber was Schönes haben will, genau, was Schönes haben will, für den lohnt sich Temu auf jeden Fall. Weil, wie gesagt, nicht jeder hat das Geld, locker zu sitzen. Und ich freue mich, dass es so eine App gibt, wo man günstig Sachen kaufen kann. Und liegt, wie gesagt, alles liegt immer im Auge des Betrachters. Ne? Der eine sagt, es ist Schrott, ich sage, nee, ich finde es toll. Ne? Also von daher, wir werden weiterhin, also, wenn ich bei Temu für 10 Euro kriege, bei Amazon zahle ich 20 Euro, da bestelle ich das bei Temu, ist ganz klar. Gut, da warte ich ein bisschen länger, aber ich spare 10 Euro. Wisst ihr, was ich meine? Und ich habe jetzt schon einige Sachen gesehen, die ich bei Amazon gekauft habe, die ich bei Temu hätte viel günstiger kriegen können. Ja? Also, und viele Sachen bei Amazon kommen auch aus China. Ja. Also von daher, wenn ich das günstiger haben kann, dann kaufe ich das bei Temu. Und Temu ist ja momentan in aller Munde und wird auch viel unter die Lupe genommen. Ne? Aber wir haben es jetzt auch unter die Lupe genommen und wir finden auch die Qualität, die wir jetzt an den Sachen, die wir gekauft haben, ist nicht zu meckern. Nichts, da gibt es gar nichts dran zu meckern. Ich euch jetzt mal die Temu-App, ne? Also da gibt es alles. Also für Frauen, für Männer, für Kids, Schmuck, Taschen, Home, Garten, Haustiere, Beauty, Heels, Household, Spielzeug, Craft, Basteln, Sport, Elektronik, Automotive, Industrial, Musical, Office. Jeder Kategorie findest du hier etliches. Ja? Also da kann man, egal was man sucht, man wird eigentlich immer fündig. Ne? Also wie gesagt, weil jeder Kategorie ist immer irgendwas Bastel, gerade für Bastel. Leute, die viel basteln, für die ist Temu eine Goldgrube. Ja? Also wirklich. Babyartikel, Babysachen, hier Badezimmersachen, was man so... Beauty,
Also mega, also man kann wirklich, und Woman Plus Size gibt es, ne, Curvy Plus und, ne, also für Mollige, für all, also kriegst, und die Preise sind wirklich human, man kann sie, da kann man sich wirklich mal was leisten. Nix nennt nada, nix. Ja. Also wie gesagt, wir empfehlen Temu. Ich habe auch noch irgendwie, naja, jeder kriegt da, der eine Kooperation hat mit Temu, kriegt da so einen Gutscheincode. Den verlinke ich euch alles in der Infobox. Stöbert nach, guckt nach, vielleicht braucht ihr was, keine Ahnung. Aber reingucken lohnt sich immer. Klar, man muss sich die App runterladen, aber da braucht ihr auch keine Angst haben, das soll euch irgendwas mit. Die ist sicher, die App, da braucht ihr überhaupt keine Bedenken haben. Und wir bedanken uns fürs Zusehen. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Unseren Kanal könnt ihr kostenlos abonnieren, das kostet nichts. Damit supportet ihr uns. Und wir bedanken uns. Und was sagen wir? Immer wieder gerne. Tschüss.